Also nehmen wir mal an, bei Ihnen hat jemand köstliche Bratwürste gemacht. In diesem Fall war es sogar Herrn Gates, eine spanische bzw. französische Bratwurst. Trotzdem bleibt etwas am Teppanyaki zurück und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie Sie das sehr leicht entfernen. Wesentlich leichter als von einer Pfanne. In diesem Fall ist es schon eingetrocknet, deswegen lassen wir es am besten ein wenig einweichen. Und zwar einfach mit Spülmittel und Wasser. Der Teppan ist noch ein bisschen warm. Das heißt, es löst sich schon sehr schnell. Sie können das mit dem am heißen Teepan machen, Sie können das am kalten Teepan machen. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, wenn er heiß ist, dass Sie Ihre Hände etwas schützen. Deswegen nehmen wir ein normales Schwammtuch und rollen es in Küchenkrepp. Das darf ein ganz schönes Paket sein, dass Sie die Hände nicht den Dampf abbekommen. So, und jetzt nehme ich diesen Edelstahlspirale und gehe mit den Lappen darüber und kann das so auf einmal auch abnehmen. Übrigens das einzige Abnehmen, das mir gelingt. Und jetzt kann ich so direkt auch schon abwischen. Damit kann man die restliche Flüssigkeit aufsaugen. Jetzt kann ich meinen Lappen wieder rausnehmen. Er ist sauber geblieben, er ist nicht verbrannt. Und mit diesem Rest nochmal die Rinne reinigen. Und dann sieht das doch schon vorläufig ganz gut aus. Und noch das hier weg. Wunderbar. Mehr ist nicht dran. Wenn Sie den Teepan aber nicht nur sauber, sondern richtig rein und richtig glänzen wollen, dann gehen Sie noch mit dem Ofix C drüber. Das gibt es bei uns. Das ist ein sehr feines Scheuermittel. Und damit kann man einfach mit viel Flüssigkeit ihn sogar ja, noch sauberer bekommen. Das Ganze wieder abwischen. So nehmen Sie das Pulver wieder ab. Und jetzt im Holz macht es übrigens nichts aus. Wunderbar. Mehr ist nicht dran.